So, zweimal hören wir heute noch einen Startschuss. Den ersten in wenigen Augenblicken, wenn wir unsere 3000 Meter Läufer auf 7,5 Runden schicken. 24 stehen in den Meldelisten. Unter anderem der bereits für die EM nominierte Marathonläufer Simon Boch von der LGT des Finanz Regensburg, den wir dann also auch gleich sehen werden. Aber auch viele weitere interessante Namen mit dabei. So, jetzt ist es soweit. Wir freuen uns auf die 3000 Meter der Männer. Unsere 3000 Meter Läufer sind unterwegs, ihr seht es schon. Simon Boch von der LGT des Finanz Regensburg übernimmt die Überführungsarbeit. Ich habe mir aber sagen lassen, er wird heute nur Tempo machen, also später aussteigen. Und ich schätze mal, dass er Tempo machen wird für Philemon Abraham, der jetzt im Moment auf Position 3 läuft und bei dem ich mir vorstellen kann, dass der auch unter 8 Minuten laufen will. Die Bedingungen sind nicht ganz perfekt. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns auf eine richtig schnelle Zeit. Weitere interessante Namen in diesem Feld, unter anderem auch Benedikt Brehm, der deutsche U23-Crossmeister, im Moment an fünfter Position. Gut zu erkennen, er ist fast einen halben Kopf größer als der Rest des Feldes, hoch aufgeschossen und dementsprechend auch mit langen Schritten hier in Regensburg unterwegs. Und wir wollen noch mal was hören, Regensburg. Seid ihr noch da? Simon Boch weiterhin vorne. Dann Urs Schönenberger aus der Schweiz. Hat unter anderem auch teilgenommen an der Cross-EM im vergangenen Winter 2021 in Irland. Jetzt im Moment auf Position 2. Dann auf 3 Benedikt Brehm, der Lokalmatador von der LGT des Finanz Regensburg, der schon in dieser Saison gezeigt hat, was in ihm steckt und hier natürlich gerne nahtlos daran anknüpfen möchte. Dann dahinter Philemon Abraham, gut zu erkennen, am blauen Stirnband, im Moment auf Position 4. Und wenn ich das von hier drüben richtig sehe, dann läuft im Moment Nick Jäger auf Position 5, der U23-EM-Teilnehmer über die 3000 Meter Hindernis. Das also unsere Spitzengruppe, unsere Top 5, die jetzt wieder vorbeikommen an der Haupttribüne, auf der Schlussgeraden sind und jetzt dann gleich noch 5 Runden vor sich haben. Auf geht's, Jungs! Und dahinter bilden sich jetzt schon einzelne Gruppen. Hinter unserem Führungsquintett haben wir noch 2 Läufer, die jetzt im Moment gerade ein bisschen auf sich allein gestellt sind, aber natürlich versuchen werden, sich jetzt ein bisschen gegenseitig zu unterstützen. Dann eine Vierergruppe und dann das Hauptfeld noch hinter dran, knapp 150 Meter hinter unseren Führenden. So, und Simon Boch jetzt schon ein paar Schritte voraus. Der Edeltempomacher hier bei der Sparkassengala 2022. Aber wer weiß, vielleicht entscheidet er sich ja noch spontan um, läuft das Rennen zu Ende. Wir werden es sehen, aber im Moment hat er deutlichen Vorsprung vor dem Rest der Konkurrenz, unter anderem Urs Schönenberger aus der Schweiz, der jetzt auf Position 3 zurückfällt, weil Philemon Abraham den Turbo gezündet hat und vorbeigegangen ist. So, Simon Boch unwiderstehlich da vorne.
macht ihr noch mal ein paar schnelle Schritte auf dem Weg ins Trainingslager, auf dem Weg in die Vorbereitung für den Marathon bei den Halbeuropameisterschaften in München. Und der Junge, der kann ja auch auf der Bahn laufen. Das hat er dieses Jahr schon bewiesen, unter anderem beim den deutschen 10.000 Meter Meisterschaft in 10.000. Da gewann er ja. Und jetzt kommt er wieder vorbei an euch, liebes Regensburger Publikum. Jawohl! Dahinter weiterhin Philemon Abraham, der ja vor einer Woche so überzeugt hat beim 10.000 Meter Europacup in Frankreich als Siebter und damit bester Deutscher auf die Europameisterschaftsnorm gelaufen ist über die 10.000 Meter und deshalb hoffentlich auch in München im August bei den Halbeuropameisterschaften mit dabei sein wird. So, 2000 Meter Durchgangszeit, eine 5,24 für Simon Boch, der inzwischen fast 60, 70 Meter Vorsprung hinausgelaufen hat auf den Rest des Feldes und wieder als Erster vor die Tribüne kommt. So, zwei Runden wären es jetzt noch für Simon Boch. Vielleicht entscheidet er sich ja noch um. Vielleicht läuft er die Strecke heute zu Ende. Philemon Abraham hat das auf jeden Fall vor. Für ihn sind es jetzt auch noch zwei Runden. Er ist etwas hinter dem Tempo für eine Zeit unter 8 Minuten. Da müssten jetzt schon zwei sensationelle letzte Runden gelingen. Ist bei 6 glatten Minuten durchgegangen, bei 2200 Metern. Müsste also jede Runde in 60 Sekunden abliefern. Vielleicht hat das im Tag, er ist gut drauf. Wir sind gespannt und vielleicht klappt es hier noch. Mit einer Zeit unter 8 Minuten. Es wird auf jeden Fall eine starke Zeit hier in Regensburg. Und ich glaube, Simon Boch will durchlaufen. Er hat nämlich nur noch 500 Meter vor sich. Gleich hören wir die Glocke für den Laufstar der LG Telefinanz Regensburg. Noch 400 Meter, 7 Minuten ist die Durchgangszeit. 400 Meter Verschluss für Simon Boch, auch für Philemon Abraham. Zündet nochmal den Turbo, geht in den Endspurt. Und Urs Schöneberger aus der Schweiz bleibt dran, versucht mitzugehen. Für Nick Jäger wird es ganz hart. Der DVT ist auf Hensberg, der hier über die Hindernisse zu Hause ist, muss jetzt richtig knautschen auf den letzten 400 Metern. Wer höher aufhält, noch einmal durchkommt, mit gleich 3 Athleten der LG Telefinanz Regensburg angeführt. Hier, wenn ich das richtig gesehen habe, von dem Radar Zerrev. So, und jetzt kommt gleich Simon Boch auf die letzten 100 Meter. Regensburg, wir begleiten unseren Sieger der Laufnacht 2022, Simon Boch. Und er gewinnt den tollen 8:08:74. So kann man sich mal in ein Trainingslager verabschieden. Was für ein Rennen von Simon Boch. Hier zum Abschluss, oder fast zum Abschluss des Tages. Dahinter wurde toll gefightet, Philemon Abraham und Urs Schöneberger. Die nächsten im Ziel nach 8:17:40. Und die Zeit von Philemon Abraham bestimmt auch gleich da. Benedikt Brehm jetzt im Ziel. Und jetzt wird nochmal gespurtet um die Plätze. Raphael Joppi von der Elbe-Stadtwerke München schiebt sich ja nochmal den Platz nach vorne. Er hat nach und nach hier die Ergebnisse reintrudeln. Und auch unsere Läufer ins Ziel kommen. Zwei sind, glaube ich, noch auf der Strecke. Und Regensburg, wir machen weiter Stimmung. Wir geben weiter Gas. Die letzten Meter.
waren die 3000 Meter der Männer inklusive deutscher Jahresbestleistung von Simon Boch. 8:08:74. Die Regensburger Party im Ziel hat schon begonnen. Tolle Vorstellung des Marathon- und Langstrecken-Spezialisten. Ich bin